Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zur ersten Folge zu Farthest Frontier. Ich kann das Spiel nicht so gut aussprechen, entschuldigt bitte. Ist ein Aufbau-Survival-Game, was am 9. August in Early Access an den Start geht. Und ich habe sehr große Hoffnung, was das Spiel angeht, denn dieses Spiel ist von Krait Entertainment und von denen ist zum Beispiel Grim Dawn, wo ich mittlerweile um die 200 Stunden Spielzeit drin habe. So, und diesmal haben sie sich halt für ein Aufbau-Survival-Game entschieden, ne? Was sie jetzt, woran sie gerade arbeiten. Und das sieht alles schon sehr geil aus. Und ich hatte das jetzt im Livestream schon ein bisschen gespielt. Und ja, ich dachte, so einen Teil der Session kann ich ja schon mal ein bisschen aufbereiten und eine erste Folge draus machen und einfach mal gucken, wie es euch so gefällt. Ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's. Das ist jetzt unsere Map. Und wir müssen jetzt erstmal einen Standort raussuchen für unser Dorfzentrum, wo möglichst viele Ressourcen sind. Ich würde das Dorfzentrum irgendwo hinbauen, wo wir auch fischen können und so. Und wo vielleicht viele Bären in der Nähe sind. So vielleicht an diese Stelle. Dann hätten wir hier ein bisschen Bären. Das müsste das Bärensymbol sein. Hier scheinen Wildschweine. Was ist das hier? Das müssten irgendwelche Kräuter sein oder so. Also wie gesagt, ich habe das Game jetzt nur eine Stunde gespielt. Ich weiß das alles noch nicht. So, wir machen mal das Dorfzentrum hier hin. Und gucken mal, was passiert. Bist du sicher, dass du da ein Dorfzentrum platzieren möchtest? Ja. So, okay. So. Okay, die müssen den Steinast wegkloppen, glaube ich. Diese Baustelle muss vor Baubeginn von Hindernissen geräumt werden. Okay, deswegen kloppen die gerade den Stein weg. Wir müssen mal gucken, ja, wegen dem Wildschwein. Ich hoffe, die sind nicht allzu aggressiv oder so. Wir schauen einfach mal. Also, hier oben sehen wir, wie viele Dorfbewohner wir gerade haben. Wir haben 12 Stück. Wir haben Wohnraumknappheit. Macht halt irgendwie Sinn, weil wir haben halt noch gar nichts. Und wir haben Brennholz ist knapp. Das ist so ein bisschen, wie gesagt, dann noch bei Life is Futile oder Bennig. Hier oben sehen wir die Jahreszeiten. Wir haben gerade Frühling. Dann kommt Sommer, dann kommt Herbst und dann irgendwann kommt der Winter. Und dann wollen wir natürlich auch, dass die Brennholz haben und so. Kann ich denn schon irgendwas bauen? Wohnraum? Geht noch nicht. Wir müssen erst Holz sammeln. So, okay. Die stehen auch alle doof rum. Hier, Ressourcen abbauen. Bäume, Steine, Büsche, Beeren. Und jetzt kann ich einfach hier das hier so auswählen. Und jetzt wird das hier alles abgebaut. Ich bin mal gespannt, ob die Wildschweine uns angreifen oder nicht, ey. Gucken wir mal. So, den Baum nehmen wir auch noch mit. Die Steine hier lassen wir erstmal. Ich nehme mal Steine hier raus. Die sollen erstmal nur das hier, was in der Nähe ist, alles abholzen. So. So, Dorfzentrum ist fertig, wie es aussieht. Okay. So, Leute, wir haben Beamlingenhausen hiermit offiziell gegründet. Man kann dann übrigens auch die Gebäude alle upgraden. Hier sieht man es zum Beispiel. Nächste Stufe. Dafür müssen wir gewisse Sachen erfüllen. Das sehen wir hier. Also, wenn wir das Dorfzentrum auf Stufe 2 haben wollen, brauchen wir 8 Hütten, ein Markt und eine Bevölkerung von 30. So, wir sorgen jetzt erstmal dafür, dass unsere Leute was zu wohnen haben. Was ist das eigentlich? Alter! Ich fühle mich gerade so ein bisschen wie bei City Skylines, wenn es gewittert. Da ist gerade ein Blitz eingeschlagen, habt ihr das gesehen? Ich mache mal ein bisschen langsamer, ich mache mal nur halb so schnell. Das ist Blattgemüse. Wildes, essbares Blattgemüse, das von Sammlern geerntet werden kann. Okay. Ich baue jetzt aber erstmal die Häuser, würde ich sagen. Hütte. Ein schnell aufgebautes Haus, das einen grundlegenden Schutz vor den Elementen bietet, aber nur vor den kältesten Temperaturen schützt, wenn es mit Brennholz versorgt wird. Ja, das machen wir dann direkt im Anschluss. So, dann würde ich, warte mal, mit Tab konnte ich drehen, genau. Würde ich hier so ein bisschen Platz lassen zum Dorfzentrum und glaube ich hier einfach mal loslegen und starten. Gucken wir mal eins. Ich weiß jetzt leider nicht, wie viele reinpassen pro Haus. Zwei. Drei. Machen wir erstmal drei Stück. Gucken mal. So, können wir noch irgendwas bauen? Lager. Stapelplatz. Ein Ort, an dem Dorfbewohner Baumaterialien wie Baumstämme, Steine und Bretter lagern können. Vorratswagen. Dort sind die Sachen drin, die wir aktuell haben. Hier sind Stämme. Steine. Wie viel passt da rein? 750. Okay, dann
belassen wir es erstmal dabei. So, was ich euch unbedingt zeigen muss, was ich übelst gefeiert habe, wo ich vorhin ein bisschen rumprobiert habe, ist das Straßenbauen. Weil, ich zeig euch das mal, ich baue jetzt hier eine Straße hin und guckt mal, wenn ich jetzt zum Beispiel so schräg baue oder so, wie gut das aussehen würde. Also jetzt im Vergleich zu einem Anno oder so. Also ich könnte jetzt ja zum Beispiel voll die realistische Kurve reinbauen und so, was ich übelst geil finde. Ich baue die jetzt mal noch nicht, weil wir gucken erstmal, wie wir das alles aufbauen, aber finde ich geil. So, Hütten werden langsam fertiggestellt. Brennholz brauchen wir. Brennholz, Lager, Nahrungsproduktion, Ressourcen wird das sein, glaube ich. Primitiver Brunnen. Brauchen wir uns, glaube ich, nicht durchlesen. Brunnen wissen wir Bescheid, ne? Ein bisschen Ahnung haben wir ja auch. Würde ich einfach mal hierhin platzieren. Wir machen aber hier noch einen Weg dazwischen. Dann machen wir den hierhin, den Brunnen. So. Dann können wir hier die Straße schon mal ein bisschen fortsetzen. Ah, ich bin so ein Fan von dieser Kurve. Aber ich habe sie jetzt nicht gemacht. Egal. Okay, wir machen jetzt so hier einfach nur. Wir werden noch genug Kurven dann haben. Aber ich finde es einfach cool, dass in dem Spiel die Straßen so gar nicht aussehen. So, hier haben wir das, genau. Brennholz-Spaltplatz. Stellt Brennholz zum Heizen von Häusern im Winter und als Brennstoff für die Industrie her. Ne, benötigt Holz, produziert Brennholz. So. Bevor ich jetzt weiterbaue, fällt mir eine Sache ein, Leute. Guckt mal hier, wenn ich F3 drücke, dann sehen wir auch sämtliche Bewohner, die wir haben und was die gerade machen. Also Perils zum Beispiel hier, da. Bevorratet Stämme. Rudolf spaltet Stämme. Adolos fällt Bäume. Das mit F3 kann ich das aktivieren, deaktivieren. Da sehen wir auch die Stimmung von den Leuten. Wir können ja auch hier drauf drücken. Und haben dann hier auch die einzelnen Infos. Der ist 17. Ausbildung keine, Beschwerden keine. Ernährung, Wärme, Zufriedenheit, Gesundheit. Das sind die Sachen, die er trägt. Das ist sein Beruf. Oder was? Beruf, Werkzeuge. Und das sind die Nahrung, die er einstecken hat, so wie es aussieht. Ist das hier? Ach, okay, und da wohnt er. Er wohnt in dem Haus hier. So, und hier sehen wir auch die ganzen Bedürfnisse dann in dem Haus an sich. Und auch diese Häuser kann man upgraden. Dafür brauchen wir Stadtzentrum Stufe 2. Wir brauchen den Brunnen, den haben wir schon. Wir brauchen Attraktivitätsbonus von 30%. Zwei Nahrungsarten und einmal ein Kraut. Okay, alles klar. Hier oben haben wir die Nahrungsvorräte. Also das, was da oben steht, diese 6, steht quasi dafür, dass das 6 Monate hält, wenn ich das jetzt richtig verstehe. Und in den nächsten 12 Monaten verderben 2 Nahrungsvorräte. Okay, alles klar. Moment, ich muss mal eben noch schauen. Ich mache mal hier noch F4, da sehen wir das hier. F2 mache ich das weg. Okay, ich muss mal gucken. Irgendwie konnte man auch eine Ressourcenkarte öffnen. Aqua. Ah, guckt mal hier. So sehen wir das nämlich jetzt hier, wie die Fruchtbarkeit ist. Und ich wollte mir das jetzt nur schon mal angucken, dass ich jetzt nicht die ganzen Häuser da baue, wo der Boden fruchtbar ist. So, also hier kann man dann schön Ackerland machen, da wo die Wildschweine rumrennen. Hier haben wir eine Fruchtbarkeit von 40%, hier von 74%. So, also hier werde ich nicht weiterbauen in die Richtung. Das wird alles Ackerland, Leute. Das ist schon mal gut zu wissen. Ich, guck mal, wir haben jetzt 12 von 12, okay, also pro Haus 4 Leute. Ich würde mal noch 3 Stück bauen und dann würde ich mich gleich mal um Brennholz kümmern. Wir könnten aber hier dann noch eine Straße hochziehen. Moment, probier das mal eben, das jetzt hier durch kann ich nicht bauen, ne? Den Weg. Das würde nicht gehen. Das sind die Häuser zu nah beisammen. Okay, dann ziehe ich mal hier schon mal eine Straße durch. So, und jetzt baue ich hier noch 3 Häuser hin. Hütte. So, das dann drehen. Jetzt hätte ich gerne... Ja, so ist eigentlich in Ordnung. Können wir das auch so ranbauen? Das würde nicht gehen. Okay, machen wir so. So. Ich hoffe nur, dass die Wildschweine nicht rumstressen. So, und hier hätte ich auch gerne noch ein Haus. Machen wir so hier. Und den ziehen wir weiter. In die Richtung erstmal. So, und jetzt Brennholz, Leute. Bei den Häusern reicht 12%, 12%. Wenn ich jetzt hier rangehe, 0%. Also müssen wir dafür sorgen, dass das nicht in der Nähe von den Wohngebieten ist. Ich meine, wir haben hier viel Holz. Ich würde es einfach hier unten irgendwo hinsetzen, glaube ich. Dann machen wir es mal hier hin. Bumm. So, und das können wir dann gleich noch mit dem Weg verbinden, theoretisch. So. Moment, das machen wir auch gleich mal noch. Ich hatte das hier hingesetzt. So.
Ey, man muss ja wirklich sagen, ich habe mal die Kamera still. Das Game sieht halt so gut aus, oder? Also ich habe jetzt auch Grafik-Settings, ich kann euch das mal zeigen. Einstellungen, Video. Wir spielen 4K und ich habe die Renderqualität nochmal gepusht. Also ich spiele 5120x2880er Auflösung. Alles hochgepusht, was halt geht. Aber es sieht halt echt gut aus, ne? Sieht halt echt krass aus. Also das ist ein Game, das kann ich auf YouTube dann auch in 4K hochladen. Und es lohnt sich dann auch von der Qualität her. So, die Geschwindigkeit können wir natürlich ein bisschen erhöhen jetzt. Ich will nur mal ganz kurz gucken, Brennholz ist knapp. Ja, darum wird sich gekümmert. Ich schaue jetzt nochmal, Ressourcen abbauen. Das hier wird alles gefällt. Also alles, was hier weiß markiert ist. Ich würde mal... Dorfbewohner von Rob hier angegriffen. Okay, ist down. Alles gut. Rudolf wurde angegriffen, hä? Der zieht sich gerade zurück. Okay, alles klar. So, können wir den jetzt auch abbauen? Moment, hier ist die Straße. Also ich denke mal schon, wir haben jetzt den Wolf bekommen. Brennholz ist knapp, darum kümmere ich mich gerade. Nahrungsproduktion, super wichtig. Darum müssen wir uns erstmal kümmern. So, Jägerhütte. Könnten wir neben die Wildschweine platzieren? Das wäre, glaube ich, erstmal ziemlich gut. Hier haben wir Wildschweine. Und jetzt habe ich hier 10.000 verschiedene Stats. Also, wir haben diesen gelben Kreis. Dort wird gejagt. Da sind 78 Bäume drin. So, und dann haben wir diese Tiersymbole da. Und Wildschwein ist im Fall nach oben. Okay. Ich würde das einfach mal hier hinsetzen. Ich hoffe, dass die Wildschweine uns nicht angreifen, wenn wir das bauen. Ich baue das mal hier hin, die Jagdhütte. Wir gucken einfach mal, was dann passiert. So, dann haben wir eine Sammlerhütte. So, da können wir also Kräuter und Beeren sammeln. Hatten wir nicht hier unten irgendwo... Wieso werden mir die Symbole von den Ressourcen nicht angezeigt? Normalerweise müsste ich doch hier überall Symbole sehen. Die habe ich irgendwie ausgestellt, oder? Ah, jetzt mit F4 kann man das außen anmachen. Okay, so jetzt sehen wir das nämlich auch. Hier haben wir zum Beispiel Beeren. Die sind auch Beeren, Beeren, Beeren. Einfach mal hier hinsetzen. Da hat man überall ganz viele Pfeile nach oben. Ich mache mal ein Stück nach links noch. Mach mal hier hin. So, okay. Also da ist sehr viel Stuff jetzt in dem Bereich, was dann eingesammelt werden kann. Acker, Fischerhütte. Fischerhütte können wir dann auch gleich noch starten. Ich habe ein bisschen Angst, hier unten rennt ja dieser eine Wolf rum, ne? So, hier haben wir Fischerhütte im Moment. Fischergebiete 7, Fischbestand 605. Fischereiproduktivität 190%. Raubtier gesichert, das ist jetzt der Wolf wahrscheinlich, oder? Kann ich die denn einzeln anklicken? Ich kann die anklicken. Angriff. So, nicht wundern, dass es alles so langsam ist. Ich spiele gerade nur halbe Geschwindigkeit, ne? So, Schreckenswolf. Der war sogar ziemlich krass, Leute. Schreckenswölfe sind aggressive Tiere, die eine mäßige Gefahr für Dorfbewohner und Vieh darstellen, liefern Fleischfälle und Talg, wenn sie von Jägern zerlegt werden. Wir haben leider noch keinen Jäger, aber wir bauen die Jagdhütte und dann haben wir einen Jäger. Die Jagdhütte ist hier. Ich kann die priorisieren. Let's go. Hier sehe ich, welches Gebäude was ist. Hier ist der Brennholzspaltplatz. Der ist fertig. So, guck mal hier, auch diese Gebäude können wir alle verbessern, ne? Also wenn wir Backsteine bekommen und Eisen, dann können wir auch das besser machen. So, und das läuft auch schon. Die Salsavala arbeitet da. Okay. Also müssten wir jetzt theoretisch bald Brennholz bekommen. Dorfbewohner an Wunden gestorben. Ey, das Game ist knallhart, oder? Alia. Tod. 21. Schade. Ich mochte Alia. Okay. Wir brauchen einen Friedhof, Leute. Ohne einen Friedhof für eine angemessene Bestattung können Leichen länger liegen bleiben, Krankheiten verbreiten, mehr Ratten anlocken und die Verzweiflung von Familienmitgliedern steigern. Ja, jetzt kommen wir müssen einen Friedhof bauen. Irgendwo, wo er nicht stört. Hier irgendwie rein, oder? Würde ich sagen. Wir machen erstmal einen kleinen Friedhof. Okay, wir müssen mindestens 3x3 machen. Ich glaube, hier würde der stören, oder? Ach Quatsch, das stört er nicht. Macht den hier hin. So. Okay. Ich lasse das erstmal mit der Geschwindigkeit, weil so komme ich halt halbwegs hinterher, Leute. Glaube ich.
Wenn ich jetzt schneller mache, habe ich Angst, dass ich dann... Ey, das sieht so gut aus. Alia hat den ersten Wolf erledigt. Ah, okay. Und wahrscheinlich wurde sie da verletzt, ne? Beim ersten Wolf. Schätze ich jetzt zumindest mal. So, wir gucken mal hier. Kamera durchzentrieren. Berufe von Dorfbewohnern. So. Und jeder, der mal Life is Feudal oder Bennig gespielt hat, ne, wird jetzt sofort sich hier zu Hause fühlen. Oder so halbwegs zumindest. Brennholzspaltplatz kann ich nicht mehr einstellen. Ich könnte nur weniger machen. Auch Jäger gibt es nur einen Slot. Aber das Jägerhaus ist fertig. Sonst können wir den, glaube ich, noch nicht einstellen. Das Jägerhaus muss also ready sein. Ja, Jägerhütte ist ready. Ich würde mal einen Weg bauen. Was bringt eine Straße eigentlich? Ja, schneller bewegen. Ist klar, aber ich dachte, der steht vielleicht wie viel schneller oder so. So, Leute, ich mache jetzt eine krasse Kurve. Achtung. Machen wir mal so hier. Bumm. Guckt mal, wie organisch das dann aussieht. Das wird total cool, die Kurve. Ankommende Reisende wollen einwandern. 6 Menschen sind in deinem Dorf angekommen. Sie haben vor, einzuwandern. Wirst du sie in dein Dorf aufnehmen oder sie abweisen? Ich würde die aufnehmen. Der Winter könnte nur doof werden und dann verhungern alle. Aber no risk, no fun, oder? So, aufnehmen. So, 6 neue Dorfbewohner sind zugewandert. Brennholz ist knapp, Nahrungsvorräte sind knapp. Ja, perfekt. So, okay, lass mal schnell noch eine Fischerhütte bauen. Die Sammlerhütte wird gerade gemacht, so gehen wir auch noch mal ein bisschen Nahrung rein. Und ich baue jetzt mal noch Fischerhütte, das ist noch wichtig. Nahrungsproduktion, Sammlerhütte, Fischerhütte. So, also hier ist ein Fischsymbol. Fischereiproduktivität 230%, 240%, 250%. Aber darf ich da nicht platzieren? Hier würde gehen, 230%. Bumm. Könnte halt auch mehr platzieren als eins. Hier würde gehen 140%. So, okay. Muss mal gucken, ob wie weit sich das überlappen darf oder nicht. Wir werden es ja dann sehen. So, und ich baue mal noch Wege hin. So, die eine haben wir hier hingebaut. Ich ziehe es trotzdem erstmal hier ein bisschen gerade lang. Wobei, nö. Machen hier eine schicke Kurve. So. Und hier hätte ich gerne auch... Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Zugang ist. Ich mache es mal so irgendwie. Moment. So. Ah, das sieht halt echt genial aus, ey. Also was noch ein bisschen fehlt, das ist so, was mir auffällt jetzt direkt am Anfang, es fehlen irgendwie noch ein paar Sounds, wenn man was platziert. Und hier und da wirkt es so, als würde dann Sound fehlen. Ne? Aber gut, wie gesagt, das Game ist halt auch wirklich nur Early Access. Beziehungsweise eigentlich noch voll die Beta-Version und so. So, okay, lassen wir das erstmal laufen und gucken jetzt mal, dass die Nahrung... Ich weiß nicht, kann sein, dass wir den ersten Winter gar nicht überleben. Weil ich jetzt schon so viele Leute mit aufgenommen habe und so. Und wir schauen einfach mal. So, bringt eure Toten raus. Tote Dorfbewohner, die draußen verwesen, ziehen Ungeziefer und Krankheiten an. Lege Gebiete als Friedhöfe fest. Das habe ich schon gemacht. Deine Siedlung braucht einen Friedhof, um die Toten zu begraben. Sind wir dabei? Hier. Ich mach mal Priorität hoch. So, die Sammlerhütte ist auch ready. Das sind jetzt die Sachen, die in der Nähe sind. Nüsse, Pilze, Kräuter, Eier. Okay. Weide und Beeren. So, der Friedhof ist fertig, oder? Ja, da passen 36 Leichen rein. Das ist gut. Also da haben wir uns erstmal ein bisschen Platz. Dieser Friedhof wurde im Jahr 1 gebaut. Ja. Okay. Das ist übrigens auch cool, ne? Also wir können auch jede Ressource anklicken. Also das hier zum Beispiel ist ein Ahornbaum, der bringt uns 7 Stämme. Das ist ein Fels, der bringt uns 6 Steine. Das sind Beeren. Die wachsen saisonal nach, also die bleiben auch. Ne? Die können wir also immer wieder dann farmen. Hier sind die Nüsse. So, und wir können auch den Arbeitsradius des Gebäudes neu ausrichten. Das würde auch gehen. Also wir können auch sagen, bau jetzt hier die Beeren ab. Und nicht mehr hier irgendwie in dem Bereich. Aber ich würde das erstmal jetzt so lassen, wie es ist, weil ich habe mir schon was dabei gedacht, dass ich das so gebaut habe. So, Stämme, yo, Brennholz ist immer noch 0. Brennholz. Aber wir haben jemand eingestellt. Ich kann aber noch einen zweiten einstellen. Hilna. Okay, let's go. Okay, ich hoffe, die bis zum Winter, dass sie noch ein bisschen Brennholz machen, sonst haben wir ein Problem. So, und jetzt, weiß ich nicht, die Fischerhütten noch irgendwie fertigstellen.
Und dann hoffen, dass sie den Winter irgendwie überstehen, würde ich sagen. So, Fischerhütte. Hätten wir... Die Ellie arbeitet da. Okay, alles klar. So, dann angelt mal los. Die Fischerhütte ist auch fertig. So, da bin ich jetzt mal gespannt, was wir an Fisch reinbekommen. Aber die haben alle was zu tun, ne? Fällt Bäume. Steht keiner dumm rum. Also alle, die nichts zu tun haben, fällen Bäume. Das ist ja erstmal eine gute Sache. Auch Pega fällt Bäume alle, beliefert Unterkunft, fällt Bäume. Ich muss ehrlich sagen, diese Übersicht ist sehr, sehr nice. Alle fällen Bäume, okay. Ach cool, guck mal hier. Ey, also man muss wirklich sagen, also das kann man glaube ich jetzt schon sagen, das Fundament ist ja der Wahnsinn von diesem Spiel. Ich bin mal echt gespannt, was jetzt schon an Content drin ist. Was wir alles so machen können, ob die Invasionen schon drin sind, ob das cool ist und so. Aber ey, für Early Access, was quasi erst in ein paar Tagen losgeht, ist das ziemlich beeindruckend, muss ich sagen. Ziemlich krass. Ich überlege fast, ob es nicht mehr Sinn machen würde, erstmal noch ein, zwei Fischerhütten mehr zu bauen. Aber wir haben super viel fruchtbares Land hier und das ist der Wahnsinn, auch hier. Ich hab mal geguckt, ob das irgendwie dargestellt wird, das Symbol. Ist hier, aber man sieht hier nichts. Ach so! Oh. Okay, gut. Ja, man sieht es trotzdem nicht. Das Blattgemüse ist einfach nur versteckt, weil so viele Details in dem Spiel sind. Ich baue mal hier noch eine Sammlerhütte hin. Ich baue es mal hier hin. Wir können sie dann noch verschieben, wenn wir wollen. Dann würde ich auch schon mal die Straße... einfach mal so lang ziehen. Ich mach mal... Ah, es sieht halt so viel schöner aus mit so einer coolen Kurve. Aber ich mache anders da eckig erstmal. Und dann kriegt man hier vielleicht noch irgendwas dann hin. So, wir können noch mal gucken. Ressourcen abbauen. Ja, die haben da noch einiges zu tun. Wir könnten theoretisch auch schon mal Steine in Auftrag geben. Zumindest den großen hier, den können wir vielleicht... 160 bringt der Fels. Ressource abbauen. Okay, dann reicht das erstmal. Ist ja riesig, das Teil. Okay. Das ist die Sammelhütte, die wir jetzt gebaut haben. Ja, die hat noch gar nichts eingesammelt, so wie es aussieht. Weil hier im letzten Jahr produzierte Gegenstände. Hier sehen wir dann immer, was die eingesammelt haben. Wir können auch mal gucken... Das ist die andere Sammlerhütte, hier sehen wir es. Die hat, seitdem wir die gebaut haben, 3 Pilze, 35 Kräuter und 32 Weide eingesammelt. Das ist im Lager drinne. Also was ich bisher sehr mag in dem Spiel, das ist... Also es wirkt so, als wird das Game später unfassbar komplex. Und ja, die Glocke ist laut, aber ist jetzt so. So, Winter is coming, Leute. Schauen wir mal, ob wir den überstehen oder nicht. Bin gespannt. So, Lager. Sieht noch gut aus. Kapazität ist nur zur Hälfte voll, das Lager. Also ist noch okay. Müssen wir aber auf jeden Fall im Auge behalten. Ah, wie sieht das jetzt auch langsam, ohne Scheiß, ne? Auch vom Ambiente und so. So langsam wird's Winter. Langsam wird's Winter und kalt. Irgendwo sind Wölfe. Ich weiß nicht, ob es Sinn machen könnte, dass wir hier noch irgendwo eine Jagdhütte hinsetzen, weil die Jäger... Was ist das eigentlich? 3100... Ach, hier ist Gold, Leute. Guckt mal da, oder? Das sieht mir nach Gold aus. Hier können wir bestimmt später eine Mine hinbauen, wo das Symbol ist. Hier haben wir... Und ich sehe leider... Das sieht halt ein bisschen aus wie Sand oder so, ich habe keine Ahnung. Macht das Sinn? Und das sieht aus wie Eisen. 1400. Rehwild gesichtet. Hier wird den Jäger übelst Sinn machen. Jetzt gerade im Winter, Leute. Ja, hier ist Rehwild. Lasst mal hier einen Jäger noch hinsetzen. Baumenü. Jägerhütte. Ein bisschen in den Wald rein. Da ist auch ein Plus, also so ein Feiner oben bei Wildschwein. Oh, mal hier hin. So, okay. Ja, gut. Es liegt Schnee überall. GG.
Also kann man sagen, was man will, aber es ist einfach übelst hübsch. Yo! Und der See ist eingefroren. Okay, also Fischerhütten im Winter. Bringt auch nichts mehr, oder? Fischereiproduktivität sind noch 230%, aber die können doch jetzt nicht mehr angeln, oder? So gut, also hier können wir überall Häuser hinsetzen. Da wird kein Acker gebaut. Wohnraum. Ja, machen wir hier. Moment, ich mach mal so das. So hier. Dann machen wir gleich noch ein Haus hier daneben. Und noch eine Straße. Und weil ich Profi bin, benutze ich den Shortcut und drücke N. So. Okay. Okay, der Schnee verschwindet langsam. Wir sind jetzt Winter, Jahr 1, Temperatur mäßige Brise. Okay, wir haben Jahr 2 erreicht, Leute. Also wir haben den Winter überstanden, ohne dass jemand verhungert ist, aber... Doch, jetzt kommen wir Essen rein. Jetzt haben wir Nahrungsvorräte für 2 Monate. Wir haben gerade Fisch einen Vorrat bekommen. Wobei es mich wundert, dass das jetzt so schnell ging. Vielleicht lag da noch irgendwo die Fischbestände rum oder so, ich weiß es nicht. So, okay Leute, lasst mal gucken wegen Acker. Nahrungsproduktion. Acker. Was ist das hier? Räucherei. In der Räucherei werden Fleisch und Fisch getrocknet und geräuchert, was die Haltbarkeit dieser Lebensmittel erheblich verlängert. Um die Räucherei in Betrieb zu halten, ist eine ständige Versorgung mit Brennholz erforderlich. Sollten wir vielleicht dem die Fischereihütten erstmal bauen, dass der Fisch geräuchert wird? Machen wir es hier hin. So. Räucherei haben wir platziert. Und jetzt Acker. So, hier super fruchtbar. Also so richtig dolle. Ich würde erstmal ein kleines Feld bauen. 66%. Auch hier ist noch 60%. Ich denke mal, die Wildschweine, die werden hier auch nicht mehr wieder erscheinen, oder? Hier ist ja nichts mehr. Warum sollten die herkommen? Wo hier dreimal Wildschweine steht? Feldgröße 7x7, Arbeitskräfte 2. Das ist unter der Mindestgröße. Arbeitskräfte 3. 3, 4. Ich würde mal auf 3 gehen. So haben wir 3. Let's go. Okay. Das wird jetzt unser erstes Feld, das angelegt wird. Schauen wir mal. So. Der Jäger hat jetzt ja wirklich hier nicht mehr so viel zu tun, oder? Ich würde den mal irgendwie den Kreis hierhin verschieben. Wir können hier auch, guck mal, Erkundungspunkt setzen. Lasst mal hier scouten. Wobei, der Jäger geht da jetzt schon hin, hä? In dem Radius. Aber lasst mal ruhig ein bisschen scouten, was übrigens rum ist. Ich mache hier einfach mal... Hoffe, das funktioniert, wie ich mir denke. Ja, hier ist ein Wildschwein. Zum Beispiel. Da ist eins. Hier haben wir schon relativ viel. Aber auch hier. Guckt mal hier überall. So, und hier oben bei dem Berg würde ich auch gerne noch ein bisschen sehen, was da ist. So, okay. Wie sieht's aus? Zufriedenheit ist ziemlich gut aktuell. Wir können ja mal gucken, was wir brauchen. Um das Dorfzentrum auf Stufe 2 zu bringen. Wir brauchen 8 Hütten, das haben wir. Wir brauchen einen Markt, haben wir noch nicht. Und wir brauchen 30 Bewohner. Wir hätten aber schon die Kapazität für 30. Und wir brauchen dann 40 Holzbretter. Markt. Baumenü. Annehmlichkeiten. Hier ist Markt. Wir brauchen eine Sägegrube. Und ein Lagerhaus. Dann lass das mal das Lagerhaus bauen. Das ist das hier. Benötigt Stapelplatz. Stapelplatz. Ein Ort, an dem Dorfbewohner Baumaterialien wie Ibu-Stämme, Steine und Bretter lagern können. Ich würde es wahrscheinlich relativ zentral bauen. Oder hier. Ich
glaube, ich baue es hier hin. Ich würde aber hier noch eine Straße gerne durchziehen. Machen wir mal so hier. So, Baumenü. Vorratswagen brauchen wir noch nicht. Okay, jetzt muss das fertig werden, danach können wir das Lagerhaus bauen. Und gleichzeitig wollen wir Bretter herstellen. Ressourcen. Brennholz, Brunnen, Sägegrube. Das brauchen wir für Bretter. Und auch dafür brauchen wir ein Stapelblatt. So, die sind immer noch dabei. Das sind übrigens die Arbeitsschritte, ne? Wenn ich das richtig verstehe. Ja. Das sind die Arbeitsschritte, bestellt, Feld, okay, alles klar. Ackerfeld, Anlagestelle. Das sind die zugewiesenen Arbeiter. Hier können wir noch die Priorität erhöhen. Will ich aber nicht, das passt schon. Cool. So langsam entwickelt sich das. Wir müssen mal überlegen, davor war hier nur Wald. So, und guck mal hier. Die Räucherei ist auch fertig. Wir haben schon Räucherfisch. Ich guck mal eben, wie viel haben wir? 15 Stück. Okay, wir haben 15 Räucherfisch. Und das müsste jetzt ja deutlich länger halten. Und zwei neue Dorfbewohner sind zugewandert. Sehr schön. Aber warum auch nicht? Bisher läuft es ja ganz gut. So, mehr Menschen wollen sich deiner Siedlung anschließen. Ein belebter Markt würde helfen, Gold zu verdienen und neue Siedler in unsere wachsende Siedlung zu locken. Märkte beliefern Häuser und verdienen Gold, abhängig von der Anzahl an Häusern in ihrem Arbeitsbereich. Okay. Kann ich den jetzt bauen, den Markt? Noch nicht. Wir brauchen immer noch Sägegrube und Lagerhaus. So, und dafür haben wir jetzt ja den Stapelplatz gebaut. Raubtier gesichtet. Das ist aber unser Jäger, oder? Ja, der Jäger packt den halt. Ja, Jäger. Der hat übrigens einen Bogen dabei. Einen Bogen und Waffen hat er auch dabei, weil er Jäger ist. Das kann ich doch bestimmt auch einsehen, wie viel wir davon haben, oder? Beziehungsweise ist das wahrscheinlich, wenn dann hier drin. Wir haben 3 Waffen und noch einen Bogen auf Lager und 60 Pfeile. Heißt, wir müssen irgendwann auch Pfeile produzieren und so im Ganzen. Aber guckt mal, was es hier alles gibt, Leute. Schwere Waffen, einfache Waffen, Bier, Fässer, Töpferwaren, Armbrüste, konserviertes Gemüse, Konserve, Obst, Fleisch, ja gut, keine Überraschung, Brot, Käse, Medizin, Pilze, Räucherfisch, da müssen wir bald ein bisschen mehr bekommen. Wachs, Honig, Flachs, schon wieder für Klamotten, Wasser, Getreide, medizinische Wurzeln. Das Lager ist fast voll. Lager. Aber wir brauchen sowieso ein Lagerhaus, Rübenkeller. Unterirdisches Gebäude, das genutzt wird, um Nahrung bei einer zuverlässigen Temperatur zu lagern. Verderbnisrate wird verringert. Okay, wir machen aber erstmal großes Lagergebäude. Dort kann alles rein. So, Lagerhaus bauen wir direkt schön hier daneben. Bumm. Ich würde aber auch gleich Rübenkeller bauen. Dafür, wir brauchen aber Steine. Aber ein bisschen haben wir noch, okay. Rübenkeller, der ist auch nicht so groß, wenn ich das richtig sehe. Das sieht ja witzig aus. Sieht ein bisschen aus wie ein Hobbithaus oder so. Rübenkeller, Rübenkeller. Hier wird das Feld entstehen. Wahrscheinlich baue ich den Rübenkeller dann hier erstmal einfach hin. Ui, gefällt er mir da gut an der Stelle. Da mache ich jetzt wahrscheinlich was von den Bären weg, aber es ist jetzt einfach mal so. Dann können wir gleich mal gucken, ob es das Symbol verschwindet oder nicht. Hier dieses Ding. Hier liegen übrigens 50 Fleisch einfach nur dumm rum, ne? Weil wir nichts mehr lagern können. So, ich baue dann mal hier den Rübenkeller hin und wir schauen mal, ob jetzt hier dieses Symbol für Blattgemüse verschwindet. Wahrscheinlich verschwindet. Aber dann wissen wir es, dass man dann auf sowas auch ein bisschen achten müssen. So. Die bauen aber relativ schnell, ne? So, Lagerhaus ist ready. Fässer. Fässer gewähren einen Bonus auf die Zeit, die Lebensmittel gelagert werden können, bevor sie verderben. Okay. Also, Fässer kann man dann auch herstellen, um die Haltbarkeit zu erhöhen. Und hier wird noch der Rübenkeller hergestellt, oder gebaut, besser gesagt. Cool. Feld wird immer noch bestellt, das dauert halt echt lange. Die müssen ja das mit dem ganzen Boden vorbereiten. So, und wie gesagt, wir können ja auch die Häuser dann, die gehen ja auch eine Stufe nach oben. Hütte erfüllt derzeit nicht die Verbesserungsbedingungen. Wir brauchen noch einen Attraktivitätsbonus. Also wir müssen das Gebiet attraktiver machen und wir brauchen Stadtzentrum Stufe 2. Ansonsten haben wir aktuell alles. Und wir brauchen Holzbretter. Aber Holzbretter können wir theoretisch jetzt schon das Gebäude bauen dafür, glaube ich.
Sägekuhe, das brauchen wir. Eine Werkstätte, in der Säger Stämme zu Brettern zerschneiden. Das verringert die Attraktivität, hä? Okay. Ja, es wäre halt sinnvoll, das in der Nähe von den Lagerplätzen zu haben. Den haben wir halt hier, wird wahrscheinlich dann das Holz viel, oder da wird das Holz gelagert auch. Also an sich hier irgendwo wäre, glaube ich, gar nicht so dumm. Na gut, dann setze ich hier hin. So. Und Straße noch ein bisschen weiterziehen. So. Und ich hätte gerne hier auch eine Straße, die hier lang geht. So, und ich mache es jetzt einfach mal, weil ich auch ein bisschen das einfach schöner finde. Baue ich die jetzt nicht stumpf gerade, sondern wir bauen die so hier den Weg. Bumm. Vielleicht mache ich sogar... Guck, wie es aussieht. Nee. Könnte man natürlich jetzt hier auch so noch gerade lang ziehen. Oder wir bauen hier dann noch ein Gebäude hin. Okay. So, wir kriegen jetzt auch die ersten Bretter rein. Das ist schon mal schön. Feld ist auch schon fast fertig. Also zumindest erstmal, dass dann das erste Feld bestellt werden kann. Ich baue mal noch eine Fischerhütte, Leute. Wir werden auch dieses Jahr das Feld nicht ready bekommen. Mal sehen, ob ich es nochmal finde. Hier, 220. 210. Ich platziere es einfach mal. Zeug. Wir müssen aber gucken, weil wir haben ja auch einen Fischbestand. 587. Und das gilt halt für den kompletten See. Da müssen wir gucken, dass wir das nicht leer fischen oder so. Mal schauen. Also wahrscheinlich das ganze Ufer vollballern mit Fischerhütten macht wahrscheinlich gar keinen Sinn, weil dann der Fischbestand irgendwann auf Null ist. Würde ich zumindest schätzen. Okay, wir gehen jetzt gleich wieder in den Winter rein. Die sind echt lange mit dem Feld beschäftigt. So. Ah. Der Jäger bringt ja jedes Mal das Fleisch hier runter in die Räucherei. Könnte überlegen, ob man hier oben auch noch eine Räucherei hinsetzt. Weiß noch nicht genau. Könnte Sinn machen. Ist halt ein ganz schöner Weg, ne? Ziemlich sportlich der Herr, ja. Ah, aber das ist sogar, das ist nicht mal der Jäger, sondern das wird der von der Räucherei, hat das Fleisch abgeholt. Ja, dann ist doch in Ordnung. Fast, würde ich sagen. Okay, Bauarbeiten wurden wegen des Winters eingestellt. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal den Winter überstehen. Wie sieht's aus von Ressourcen her? Hier haben sie noch ein paar Bäume zu fällen. Hier auch noch, aber nicht mehr so super viel. Dann können sie aber den Stein noch abbauen. Ich frage mich, ob es hier auch sowas wie einen Förster gibt oder so, der wieder neue Bäume pflanzt und so. Aber ich würde mal hier so ein bisschen vergrößern, was die abbauen können. Wobei, das sieht fast so aus, als würden hier schon neue Bäume entstehen. So, und hier nehmen wir auch noch ein paar Bäume. Ja, hier sind selbst schon wieder neue Bäume dazu. Es kommt mir zumindest so vor, als wären neue Bäume dazugekommen. Ich bin mir nicht sicher. Wir versuchen jetzt erstmal, unser Dorfzentrum auf Stufe 2 zu bringen. So, können wir mittlerweile den Markt bauen, damit wir das Dorfzentrum auf Stufe 2 bringen können? Können wir. In diesem Gebäude lagert ein Lebensmittelhändler Haushaltswaren und verteilt sie an die Häuser, um den arbeitenden Dorfbewohnern Zeit zu ersparen. Das ist gut. Märkte generieren zudem Steuereinnahmen und erhöhen die Attraktivität umliegender Häuser. Ja, guck mal, 10%, also hier, ne? 10%, 11% und wenn ich das hier, ja, dann geht er 10% oder so nach oben fast. Oder 7 oder 8 oder so. Dann baue ich den hier in den Marktplatz. Cool. So, befestigte Straßen, Gelände einebnen. Dekoration. Birke. Pflanze eine Birke. Ahornbaum. Okay, Bäume pflanzen geht auch. Aber das ist halt Deko, ne? Kleiner Garten. Ein kleines Gartengrundstück, das Wohnhäusern in der Nähe einen Attraktivitätsbonus gewährt. Okay, cool. Also hiermit kriegt man das dann anscheinend auf 30%, wenn wir wollen. Damit die Häuser dann noch höher gehen können. So, wir brauchen aber dafür Gold, oder? Das hier brauchen wir. Ja, Gold. Aber wenn ich das richtig verstehe, müssen wir über den Markt das jetzt hier reinbekommen. Schauen wir mal.
Im Winter bauen die gar nicht, oder? Kommt mir zumindest so vor. Ich mach mal Priorität hier bei dem Marktplatz, aber ich glaube, im Winter bauen die nicht. Ah ne, die bringen die Matz hin. Okay. Jetzt geht's los. Ja, wir haben gerade so genug Bretter mittlerweile hergestellt für den Marktplatz. Ja, cool. Ja, so langsam wird das hier richtig cool. Mal gucken, wie die Häuser dann aussehen, wenn die nächste Stufe erreichen. Aktuell haben wir nur eine Nahrungsart. Ich würde mal schätzen, geräucherter Fisch. Hey, wir haben... Ach so, wartet mal. Fleisch und Fisch zählt als eine Nahrungsart. Wir brauchen noch Gemüse oder Obst. Wobei, kriegen wir dann. Spätestens, wenn das Feld dann hier läuft. Oder wenn wir Beeren sammeln. Wobei ich mir vorstellen könnte, so als Anno-Veteran verwirrt einen das wahrscheinlich eher so. Wenn das nicht mehr kastenförmig ist. Wie ist der erste Eindruck? Für Early Access ziemlich geil. Also man merkt auf jeden Fall, dass es Early Access ist oder noch eine Beta. Aber übelst geiles Fundament. So, Neujahr, Jahr 3. Neue Dorfbewohner zugewandert. 29, also wir brauchen jetzt noch einen mehr. Dann haben wir... Achtung, es macht gleich Ding-Dong. Die Bevölkerungsanforderung erfüllt von 30. Dann brauchen wir noch Bretter und dann können wir das Dorfzentrum auf Stufe 2 bringen. So, der Marktplatz ist auch ready. Und man kann sämtliche Gebäude verbessern, ey. Guckt mal hier, 50 Backsteine, 250 Goldbahnen und noch ein paar Bretter. Dann können wir auch den Marktplatz vergrößern und verbessern. Und das wird jetzt auch über den Marktplatz alles verteilt, so wie es aussieht. So. Ich würde jetzt mal versuchen, die Attraktivität zu erhöhen. Und das Feld ist auch gleich fertig. Dann gucken wir dann auch gleich mal. Ich hätte gern die Attraktivität von den Häusern auf 30%. Dann können wir die nämlich dann, sobald das Stadtzentrum Stufe 2 ist, müssen die aufsteigen. Jährliche Steuern eingenommen. 11 Goldbarren im letzten Jahr eingesammelt. Erhöhe die Anzahl der steuererhebenden Gebäude, um mehr jährliche Steuern zu generieren. Ja, guck mal hier, wir haben jetzt 22. Okay, dann können wir jetzt die Attraktivität erhöhen. Das ist zu teuer. 20. Könnten wir uns leisten. Bringt aber nicht sehr viel. Kleiner Platz. Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringt. Kleiner Platz würde doch Sinn machen beim Marktplatz, oder? Ich baue mal hier. Guck einfach mal. Was das jetzt bringt. Attraktivität haben wir aktuell 17%. Wir schauen gleich mal, wie es ist, wenn das fertig ist. So. So sieht das aus, dieses Platzding. Was das, mal gucken, ob das jetzt erhöht wird hier. 18%. Das scheint was zu bringen, Leute. Bringt das auch. Ich weiß nicht, wie hoch die Range ist. Hier sind wir bei 21%. Lass mal gucken, ob das hier auch nach oben geht. Ist ja gerade im Blitz eingeschlagen. Da ist nichts passiert. Alles gut, Leute. So. Immer noch 21%. Könnte sein, dass das hierfür nichts bringt. Moment, ich klicke nochmal drauf. Ne, hierfür bringt das nichts. Das Gebäude? 18%. Ne, wir gucken mal. Wir haben noch 20 Gold. Baumenü, was können wir denn noch bauen? Kleiner Garten. Hier sehen wir halt wenigstens noch, was es bringt. Das ist halt ein bisschen angenehm, muss ich sagen. Das muss wirklich ziemlich nah dran sein, der Stuff. Ich baue mal hier einen kleinen Garten hin. Gucken, wie das aussieht, wenn das fertig ist. So, ah, guck mal, Feldfrüchte bereit zum Anbau. So, das ist jetzt das Feld hier. Acker. Click to choose crops. Fruchtfolge. Okay. So viel zu dem Thema oder zu der Frage, ist das Spiel komplex oder detailliert oder nicht? Also wir können jetzt eine Fruchtfolge bestimmen. Bohne, Steckrübe und hat dann alle verschiedene Attribute. Logischerweise. Karotte, Flachs,
wird Leinen wird daraus hergestellt. Weizen bringt uns aber erst was, wenn wir eine Mühle haben und so, denke ich jetzt mal. Buchweizen. Alter. Roggen. Cool. Lauch. So, wenn du dem Bauer vorgibst, die Felder zu pflegen, anstatt sie zu bestellen, kannst du den Unkrautwuchs reduzieren und Steine von Feldern entfernen. Wir haben eine Fruchtbarkeit von 70%, Unkrautniveau 86%. Das ist ziemlich viel Unkraut. Felsbestand 26%. Ja, direkt mal mit einem Steinesammler rüber. 10 Meter Arbeitsbreite, let's go. Okay, ich würde mal eben hier das hier machen, dass das Feld gepflegt wird. Wir merken uns mal dieses Stats. Ja. Wir merken uns mal die Stats hier, ne? 70, 86, 26. Bupp. Okay, jetzt ist das hier eingetragen. Aber ja, ich würde nämlich gerade sagen, wir sind ja schon, guck mal hier, wir sind ja da. Also, das hier ist schon vorbei, glaube ich. Jetzt startet er das hier. Passt das noch hier hin? Lasst mal Steckrüben probieren. Ich mache einmal das Feld gut, also Unkraut weg. Ich hoffe, es ist richtig, wenn ich das da auswähle. Und Fels weg. Und dann machen wir Rübe. Also Steckrübe. Ja, wir schauen mal, ob das klar geht. So. Okay, Leute. Denkt bitte an den Daumen. Denkt an Feedback, wenn ihr mehr zu diesem Spiel sehen wollt. Ne? Lasst mich das auf jeden Fall wissen. Und genauso könnt auch gerne mal im Livestream vorbeischauen. Link ganz oben in der Videobeschreibung. Denn ich werde dieses Spiel auf jeden Fall noch livestreamen. So, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Ja, mal gucken, was so eure Meinung ist zu diesem Spiel bisher. So, macht's gut. Ne? Tschüssi.